Oh yeah! Alter. Waren aber keine Bullen, oder? An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So, warte mal, wir müssen da hinten. Danke, Jungs. Danke, danke, danke. Sehr nett von euch. Wie viel Adrenalin habe ich eigentlich noch? Muss ich gleich mal gucken. Warte mal, hier unten. Du kochst? Mamas Bucatini-Rezept. Ich dachte, ich probier's mal aus. Lebt sie in Empire Bay? Nein, sie ist vor einer Weile gestorben. Sonst noch Verwandte dort? Wirf einen Blick in die Zeitung. Irgend so ein Stadtrat steht zur Wiederwahl. Du musst mir helfen. Wer ist das? Gehört er zum Arcanum? Der Wichser. Die haben einen Freund von mir umgebracht. Wenn ich aufkreuze, riechen sie den Braten. Oh, und ich bin so unauffällig. Du kommst an die Typen ran. Ich habe 12 Jahre und ein Vermögen gebraucht, um den Schwanzlutscher zu finden. Soll nicht dein Schaden sein. Und ich würde tief in deiner Schuld stehen. Ich denk drüber nach. Falls du ihn nicht findest, dann such dir irgendwen von der Straße, der ihn verpfeift. Komm danach wieder her. Ich habe noch ein paar Namen auf meiner Liste. Der erste Wichser, den du für mich erledigen sollst, ist Lucky. Der heißt so, weil er nie Glück hat. Aber das hält ihn nicht davon ab, andauernd Karten zu spielen. Es gibt ein paar Arschlöcher, wenn du die hart anpackst, liefern sie ihn sofort ans Messer. Der Typ ist ein echter Drecksack. Den kann keiner leiden. Na, dann machen wir das doch. 2000. Heilige Scheiße, ist das ein Haufen Kohle? Hast du das von dem Kerl gehört, der die beiden schwarzen Jungs in seinem Vorgarten in South Downs abgeknallt hat? Echt hart. Leider nicht. Hab ich leider nicht gehört. Okay, Lucky, ja. Gucken wir mal, ob er so viel lackert. Also irgendwie kommt mir das so komisch. Das ist zwar Vito vom zweiten Teil, aber irgendwie sagt es mir gar nichts. Also er spricht mich überhaupt nicht an, dass er das vom zweiten Teil ist. Es ist ganz komisch, dass er da irgendwie so ist, nicht so aussieht. Ja, klar, er hat sich ein bisschen verändert, ja. Muss er ja auch, wegen Zeit und so. Aber trotzdem, irgendwie, weiß nicht. Ich werde mit Vito nicht warm, noch nicht. Aber es wird immer interessanter. Mutter, Empire Bay. Mal gucken, ob irgendwas mit Joe kommt. Da kommt bestimmt auch noch irgendwas mit Joe, da bin ich mir 100% sicher. Muss. Das wäre irgendwie geil, wenn wir Joe sehen werden, treffen werden. Vielleicht erfahren wir da, was mit Joe ist, dass sie das so eingeführt haben. Boah, das wäre geil, Alter. Dann würde ich das Spiel feiern. Dann würde ich das Spiel feiern. Dass es so eine kleine Fortsetzung ist, weißt du was? Dass du dann irgendwie... Ja, das glaube ich nicht. Dass du dann nochmal so die Geschichte nachspielen kannst, was dann am Ende war, weißt du? Mit Joe, dass du nochmal dann spielen kannst, so. Ich glaube, das wird aber nicht so sein. Aber das wäre auf jeden Fall geil. So. Am besten wäre eigentlich ein Scharfschützengewehr, wa? Wow. Ruhig, Bruder, ruhig. Ja, ja. Geht mal alle mit auf die Nüsse. Befragen. Befragen wir doch mal.
Anscheinend schon mal feindliches Gebiet. Wir gehen einfach mal gucken. Nur gucken. Warte mal auf C. Nee. Auf X. Gut. Raus mit der Sprache. Wo finde ich den Stadtrat? Lucky spielt hier angeblich Karten. Aber ich weiß nicht wann. Das ist eine große Hilfe. Danke. Alle Einheiten im Einsatz. Ist das euer Scheiß Ernst? Nee, die Bullen sollen mich nicht sehen. Genau. Alter, hier. Alter, zwei Platten haben die mir geschossen, die dummen Huren. Geil. Ist das behindert? Ein männlicher Farbiger. Geil, hier geht's nicht weiter. Nett aussteigen, Kollege. Aber ist eben so. Ja, mach das mal. Einfach sein, das ist unglaublich. Ja, hier links kann ich jetzt gerade noch nicht. Warte mal. Gerade mal ein bisschen. Oh, das Auto sieht aber auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Okay, gerade Strecken ist auf jeden Fall ihr Fachgebiet, merke ich. Abseits können sie nicht so gut. Das ist doch... Das kotzt mich richtig an. Dass sie dann immer Zufall immer gegenüber spawnen. Weißt du, das ist der letzte Scheiß, ohne Witz. Sowas nervt mich richtig immer. An alle Einheiten. Nicht Kontakt zu verdächtigen. Schaff mir die Bullenwichser in der Innenstadt von Hans. Alles klar. Meine Fresse. Auf die Eier gehen. Er muss schon Gas geben.
Die sind echt hartnäckig, Alter. Mit den Bullen möchte man sich echt nicht anlegen. Ohne Witz. Es ist aber so schön da dran. Weg. Upsala. Hi, Gude. Nee, eigentlich nicht so. Alter, was drücken die denn so? Warte mal, ich brauch mal. Ein bisschen mehr Munition. Das ist der letzte Wichser. Komm her. Da ist noch ein Teil. Sehr gut. Nehme ich alles mit. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So, wieder zu Vito zurückkehren. Ich brauche dafür aber mal ein neues Auto. Ich brauche was Neues zum Fahren. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Gerne. Aussteigen bitte. Danke. Oh, die Karre ist auch nice. Okay. Die gibt Gas. Alter. Ich glaube, irgendwas habe ich falsch gemacht. Bin mir nicht ganz sicher. Die Autos würden länger leben, wenn ich die ein bisschen sorgsamer fahre, glaube ich. Aber ich hab's nun mal eilig. Kann ich auch nichts für. Boah, oh, das hat gescheppert. Das hat auch Leben gekostet. Mein Gott, Alter. Ah, weißt du was, scheiß auf den Verband. Wir haben bei Vito ganz viele. Oh, du darfst auch fahren, Kollege. Oh, du hast rot, okay. Dann hast du alles richtig gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ruft jemand wieder die Bullen. Ich sollte ihn, glaube ich, verhören, aber egal, wir gucken jetzt mal, was Vito sagt. Er sollte aber, ich sollte ihn erledigen, also habe ich gemacht. Also das Fahren ist irgendwie schon geil, muss ich sagen. Gefällt mir irgendwie. So, Heilungsspritzen habe ich nämlich keine mehr. So eine neue Rüstung ist auch gar nicht mehr so verkehrt. Gut. Hier bin ich. Wer noch? So, gib mir mal so eine Spritze hier. Zack. Und gib mir mal da so eine Spritze hier. Zack. Oh, oben, Vito. Danke, dass du das erledigt hast. Vielleicht habe ich später noch einen Job für dich.
Okay, war doch einfacher, als ich dachte. Ziele. So. Also. Weise Burke. Stehl den Truck. Weise Vito zu. Stehl den Truck. Ne? Ja. Okay, haben wir das schon mal erledigt? Dann würde ich sagen, machen wir mal als erstes das. Achso, das ist ja das Rennen. Ja, gut. Nee, das hatte ich da nicht vor. Ich rede mit Dovan. Warte mal, das würde ich ganz gern ungern machen. Treff dich mit Dovan. Treff dich mit Dovan, treff dich mit Dovan. Treff dich mit der Stimme. Das machen wir als erstes mal. Okay, ist ja also quasi egal, was wir machen. Wir müssen uns jedes Mal mit den Dovan treffen. Machen wir gleich, Freunde, machen wir gleich. Erstmal mit der Stimme. Mal gucken, was sie will. Geile Sportschlappen drauf. Nice. So, hier fällt mir das. Alles schick. Was ich wenigstens gut finde, man kann hier rasen. Das interessiert die wenigstens wieder nix. Was ich aber mal gucken wollte, Freunde, tut mir leid, dass ich gerade unterbreche, aber ich würde gerne mal Steuerung. So, können wir nicht irgendwo fahren? Nee. Gibt's nicht mehr? Warte mal, doch. So. Fahren. Waffen. Man kann doch bestimmt eine Schnelltaste-Funktion benutzen. Für Dings. Nee, gibt's nicht. Krass. Für Ziel oder so. Dann ist das vielleicht ganz oben. Spielstellung. Nee, gibt's nicht. Okay. Naja, da gibt's es nicht. So, wieder ein Bruder tot. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich habe gerade null Plan, von wem das sein kann. Oh, die Karre gefällt mir, die werde ich mir öfter nehmen. Batz. Uppercut. 360 Grad Drehung. Was war denn hier? Er ist wirklich? Verdammt. Okay, sieh zu, dass du heil heimkommst, MJ. Alles okay? Nichts ist okay. Sinclair Parrish. Sagt dir das was? Mieses Kaff. Jedenfalls für Schwarze. Der Sheriff dort führt sich auf in den finstersten Zeiten der Sklaverei. Wir bereiten eine Klage gegen ihn vor. Zusammen mit einem Anwalt in Washington, D.C. Er kennt Leute beim FBI. Ging's bei dem Anruf darum? Einer meiner Männer. Mein Freund Ezekiel Dandridge war dort, um Leute dazu zu kriegen, bei dem Prozess gegen den Sheriff auszusagen. Er hat Beweise gesammelt. Zeugenaussagen, Namen von Opfern. Das wollen wir alles dem Anwalt übergeben. Aber er traf auf dieses miese Dreckschwein Sheriff Walter Slim Beaumont. Ich hab's am Telefon miterlebt. Ich fahr jetzt los.
Ich weiß. Ja. Okay. So spät noch unterwegs? Probleme mit dem Auto? Nein, Sir. Alles in bester Ordnung. Komm raus ans Licht und lass dich mal ansehen. Was machst du noch hier in Sinclair? Es ist spät. Bin auf der Durchreise. So, so. Ist ja nett. Schöner Abend für eine Reise, nicht? Wen hast du da angerufen? Meine Mom. Deine Mom? Sie macht sich Sorgen. Ich habe ihr gesagt, wann ich heimkomme. Das ist aber nett. Das weiß sie bestimmt zu schätzen. Ja. Wirklich schöner Abend heute. Lass dich nicht aufhalten. Wir wollen doch deine Mom nicht warten lassen. Und wieder ein Bruder tot. Lincoln, das ist Roxy, meine Tochter. Sie kommt aus Atlanta, wo ihre Mutter lebt. Hallo, freut mich. Ich bin Lincoln. Lincoln Clay, ich weiß. Daddy, ich hab dir doch gesagt, dass ich sehr gut allein klarkomme. Es geht um den Prozess, Roxy, okay? Um Menschenleben. Ich kann kein Risiko eingehen. Ich höre, du hast der Dixie-Mafia den Arsch aufgerissen. Hast einen auf einem Riesenrad aufgeknüpft. Er hat den Freund von mir auf dem Gewissen. Für sowas muss man eben büßen. Gegen Slim und die Dreckschweine, die ihm helfen, ist die Dixie-Mafia rein gar nichts gewesen, hörst du? In einem Team mit mir tust du, was ich sage und wann ich es sage. Ja, Ma'am. Hör zu. Fahrt nach Sinclair runter und besorgt uns diesen Ordner. Wenn ihr ihn habt, bringt ihn her. Ich bin draußen beim Wagen. Und du fährst, mein Freund. Sie hätte Ezekiel begleiten sollen. Sie gibt sich die Schuld an seinem Tod. Ist leicht, sich die Schuld zu geben. Nur wie wird man sie wieder los? Wir erledigen das. Daran habe ich keinerlei Zweifel. Sinclair Parish? Ja, ich erinnere mich an Sinclair Parish. Nun, die Sache ist die. In damaliger Zeit waren Behörden wie der Sheriff oder die lokale Polizei absolut unantastbar. Und niemand nutzte das so schamlos aus wie Sheriff Walter Beaumont. Er setzte seine Macht ein, damit Sinclair Parish weiß blieb. Solche Orte nannte man Sonnenuntergangsstädte. Wer als Schwarzer im Dunkeln noch auf der Straße war, der war am nächsten Tag von der Bildfläche verschwunden. Krass, wie damals das war. Freunde, ich mach mal kurz einen Cut.